Let's go race, the channel for virtual motorsport. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es um das Rosso Sim Racing Audi R8 GT3 Replica Sim Wheel. Zuerst möchte ich noch sagen, dass dieses Lenkrad noch ein Prototyp ist und die Version noch nicht final ist. Ich habe das Lenkrad zum Testen bekommen und um darüber zu berichten. Es gibt schon sehr viele Audi R8 Replica Lenkräder für Rennsimulatoren von diversen Herstellern. Doch dieses Lenkrad hat eine Besonderheit, welche die anderen Lenkräder der anderen Hersteller nicht haben. Und zwar geht es um die Form des Lenkrades. Die meisten Hersteller entwerfen das Audi R8 Lenkrad mit einer flachen Frontplatte. Jedoch ist diese am originalen Lenkrad gebogen. Und genau diese Form wurde von Rosso Sim Racing so produziert, wie sie im realen auch ist. In dem Video gehe ich auf jedes Teil und jeden Bereich des Lenkrades ein. Material, Verarbeitung und gegebenenfalls auch wie es sich anfühlt. Danach mache ich ein Fazit und werde das Lenkrad in Form eines Triple Screen Onboard Videos an meinem Simulator testen. Die gebogene Frontplatte ist aus Stahl und mit einem Aufkleber in Carbonoptik und dem bekannten Audi Dekor verschönert. Dies wird auch beim originalen Lenkrad so gemacht. Hier muss ich allerdings sagen, ich würde mir wünschen, dass der Aufkleber etwas besser positioniert ist. An den Rändern und auch an den Buttons und Drehschaltern sieht man, dass wir dort freie Stellen haben, an denen kein Aufkleber ist. Ein kleiner Kritikpunkt in puncto Optik. Die Qualität des Aufklebers wirkt aber sehr gut und auch die Stahlfrontplatte ist sehr gut verarbeitet. Die Griffe sind mit Alcantara überzogen und sorgen somit für sehr viel Grip an den Griffen. Der Durchmesser der Griffe liegt bei etwa 40 bis 45 mm und hat somit einen deutlich größeren Durchmesser als beispielsweise meine anderen Lenkräder. Mein Momo Mod 30 hat beispielsweise nur etwa 35 mm dicke Griffe. Das Wichtigste an einem Lenkrad ist natürlich, wie sich die Griffe anfühlen. Nach einigen Runden im Simulator kann ich sagen, dass das Gefühl sehr gut ist. Anfangs hatte ich ein paar Schwierigkeiten wegen der dicken Griffe, da ich solche dicke Griffe noch nie hatte, doch nach einiger Zeit gewöhnt man sich daran. Die Griffe fühlen sich außerdem sehr weich an. Mir persönlich hat das recht gut gefallen, da die Griffe so etwas nachgeben und sich gut an die Hand anpassen. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass das Handling der Griffe sehr gut ist. Mit einem Lenkraddurchmesser von etwa 295 mm, wie auch das originale Lenkrad, lässt es sich wirklich sehr gut fahren. Der Durchmesser des Lenkrades ist etwas kleiner als der von GT-Style bzw. oben geschlossenen Lenkrädern, wie mein Momo Mod 30 mit einem Durchmesser von etwa 320 mm. Somit hat man auch eine bessere Reaktionszeit beim Fahren. Kommen wir nun zu den Buttons und den Drehschaltern. Wir haben am Lenkrad 10 Buttons und 3 Drehschalter. Die 10 Buttons sind die gleichen Buttons, wie sie auch am originalen Lenkrad verwendet werden.
Die Buttons haben einen sehr guten und straffen Widerstand und fühlen sich wirklich sehr gut an. Wie man hört, machen sie auch ein sehr schönes Klickgeräusch. Die Buttons sind alle aus Kunststoff. Am Button für den Pit-Speed Limiter haben wir noch einen Schutz für den Button. Dieser soll verhindern, dass man versehentlich den Button drückt. Dieser Schutz ist aus PLA-Kunststoff und wurde 3D gedruckt. Nun zu den drei Drehschaltern. Die Drehschalter sind von STS und sind Endlos-Drehschalter. Man kann sie also unendlich weit drehen. Auch die Drehschalter haben einen sehr guten und sehr straffen Widerstand, so wie man es von STS gewohnt ist. Man merkt sehr gut die einzelnen Einrastpunkte, was beim Fahren wirklich sehr wichtig ist, damit man nicht zu weit und nicht zu wenig dreht. Der Kopf des Drehschalters ist aus Kunststoff. Die große Auslegung der Drehschalter finde ich sehr gut, da man die Drehschalter dadurch sehr gut greifen kann. Kommen wir nun zur Rückseite des Lenkrades. Beginnen wir mit dem Grundkörper, dem die ganze Elektronik verbaut ist und an dem auch die anderen Komponenten befestigt sind. Der Grundkörper der Rückseite ist aus PLA-Kunststoff 3D gedruckt. Danach wurde der Körper mit Carbon überzogen und mit Resin und einem Härtemittel verarbeitet. Somit hat man einen 3D gedruckten Körper auf der Rückseite, welcher mit Carbon verstärkt und wie ich finde auch optisch aufgewertet wurde. Auch die Verarbeitung des Carbons sieht für mich gut aus. Auf der Rückseite haben wir noch diese große Platte, an der die Schiffer und auch der Adapter für das Kabel befestigt sind. Die Platte ist eine 4 mm dicke Carbonplatte. Die Verarbeitung der Platte ist wirklich sehr gut und sieht auch noch toll aus. Um das Lenkrad mit dem PC zu verbinden, wird außerdem noch dieses USB-Kabel mitgeliefert. Da das Kabel mit etwa 40 mm Länge nur sehr kurz ist, sollte euer USB-Anschluss in unmittelbarer Nähe zu eurem Lenkrad sein. Das Kabel wird einfach in den Adapter am Lenkrad gesteckt und verschraubt, damit es sich nicht löst.
Nun kommen wir zu den Shifter Pedals. Am Lenkrad wurden komplett aus 4 mm dicken Carbonplatten gefertigte Magnetic Shifter Pedals verbaut. Auch das Carbon an den Shiftern ist sehr gut verarbeitet. Das einzige, was mich etwas stört, ist der grüne Schalter in den Shiftern und der rote Schrumpfschlauch. Hier hätte ich mir gewünscht, dass sie etwas versteckter wären bzw. schwarz wären. Die Shifter-Pedals sind mit einem Abstand von 46 mm zur Rückseite der Griffe befestigt. Das ist, wie ich finde, ein recht großer Abstand. Ich bin beim Fahren aber sehr gut an die Shifter dran gekommen und hatte keine Probleme mit dem Abstand. Außerdem können wir das Pedal um 8 mm weiter zu den Griffen montieren, indem wir das Pedal auf die andere Seite der Befestigung montieren. Auch den Abstand der Pedals zum äußeren Rand der Griffe können wir etwas verändern, wenn wir dies möchten. Hier können wir zwischen zwei Positionen wählen. Bei der aktuellen Variante haben wir einen Abstand der beiden Außenkanten der Pedals von 265 mm. Wenn wir die äußeren Löcher nutzen, verschieben wir jedes der beiden Pedals jeweils um 11 mm nach innen. Der Widerstand der Pedals ist ähnlich wie beim Magnetic Shiftern von anderen Herstellern. Wir haben durch die Verwendung von Magneten ein schön straffes Schaltgefühl, was sich auch noch sehr gut anhört. Eine Besonderheit ist hier aber der Schaltweg. Dieser ist mit 5 mm etwas kürzer, als ich es von anderen Magnetic Shiftern kenne. Diese liegen meist bei einem Schaltweg von etwa 7 bis 8 mm. Jedoch finde ich nicht, dass es große Auswirkungen auf das Fahren hat. Da man nicht so weit ziehen muss, könnte man eventuell sagen, dass man schneller hintereinander schalten kann. Jedoch finde ich, dass die Zeitersparnis so gering ist, dass sie keine Auswirkungen auf das Fahren hat. Wenn der Schaltweg zu gering ist, riskiert man das Problem von Doppelschaltungen, also das versehentliche doppelte Drücken, was zu einem zusätzlichen Schaltvorgang führt, welcher nicht sein sollte. Dies ist aber nicht der Fall. Der Schaltweg ist groß genug und ich hatte keine Doppelschaltungen während meiner Fahrtests. Im Großen und Ganzen kann man also sagen, dass der kürzere Schaltweg kaum Einfluss auf das Fahren hat. Zu guter Letzt kommen wir zu den Befestigungsmöglichkeiten. Das Lenkrad wird mit M5-Schrauben an eurem Glykolis befestigt. Die Gewinde sind direkt unter der Carbonplatte an der Hinterseite. Somit benötigt ihr nur 6 Schrauben, um das Lenkrad mit eurem Glykolis zu verschrauben. Diese sind im Lieferumfang enthalten. Die 6 Schrauben sind mit einem Lochkreisdurchmesser von 70 mm angebracht. Ihr bekommt außerdem noch diese 50 mm Verlängerung dazu, falls ihr euren Glykolis wegen Platzmangels nicht direkt am Lenkrad befestigen könnt. Das wäre alles, was es über das Lenkrad zu sagen gibt. Kommen wir nun zum finalen Fazit und dem Preis. Das Lenkrad macht gerade wegen der gebogenen Frontplatte und der Verwendung von Stahl und Carbon optisch einiges her. Auch das Handling der Griffe, die Buttons, die Drehschalter und auch die Magnetic Shifter Pedals fühlen sich sehr gut an und können überzeugen. Die einzigen kleinen Kritikpunkte für mich sind die Positionierung des Aufklebers auf der Frontplatte, der grüne sichtbare Schalter an den Shiftern und der rote Schrumpfschlauch an der Hinterseite. Dies sind aber nur kleine optische Makel, welche bis zur finalen Version gelöst werden können. Für einen Preis von 750 € ist das wirklich ein sehr gutes Lenkrad. Das Lenkrad verfügt übrigens über eine große Platine, was die Verwendung von 2 dualen Kupplungen ermöglicht. In der aktuellen Version haben wir keine Kupplungen verbaut,
Es wird aber auch noch eine weitere Version mit zwei dualen Kupplungen geben. Übrigens wird genau dieses Lenkrad auch am GT3 Boliden von Lamborghini genutzt. Also nicht nur der Audi nutzt dieses Lenkrad in ihren GT3 Autos, sondern auch Lamborghini. Wie immer findet ihr alle weiteren Infos, wie auch einen Link zu den Seiten von Rosso Sim Racing in der Videobeschreibung. Nun werde ich eine Runde auf der Nürburgring Nordschleife mit dem Audi R8 LMS GT3 in Assetto Corsa machen. Zuerst werde ich die Lautstärke etwas leiser machen, damit man die Komponenten am Lenkrad wie das Klicken der Shifter besser hört. Danach werde ich die Lautstärke so hoch machen, wie ich sie normalerweise immer nutze. Viel Spaß bei der Runde und bis zum nächsten Video.